Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum dritten Forum über die Angemessenheit energetischer Sanierung hier in Pankow. Die Zahl 3 weist schon darauf hin, dass wir uns hier schon vor geraumer Zeit mal in die Debatte gegeben haben und relativ schnell festgestellt haben, dass wir aus verschiedenen Sichtweisen die energetische Sanierung, die ja in der Bundesrepublik höchst umstritten ist, zu betrachten, aber dies ja aus dem praktischen Alltag heraus möchte ich verhehlen, dass wir über die Sanierungsmaßnahmen der Leserraum seinerzeit auf dieses Thema mehr als gestoßen wurden, dass wir in den Kriterien für das soziale Haltungsrecht schon versucht haben zu reagieren und dass wir aber festgestellt haben, dass es so ein großes Thema, das auch den Bundestag und andere betrifft, beschäftigt, dass wir uns da mal ein bisschen systematisch beschäftigen sollen. Systematisch beschäftigen heißt, in einem Diskurs, dass man es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dass man es zulässt, auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, nach dem ersten Aufschlag vor einigen Monaten, nach dem zweiten Forum, wo wir zugegebenermaßen einen stark wissenschaftlichen Exkurs hier erleben durften, dass wir heute sowohl Herrn Kolmar Fischer als auch Herrn Ulrich Zink zu Gast haben dürfen, die uns mal, wie schon erwähnt, ganz andere Blickwinkel, Sichtweisen, Perspektiven hier in Erinnerung rufen. Im Zeitalter des Internets ist es ja manchmal einfach, sich zu informieren. Manchmal in 0,2 Millisekunden kriegt man ganze Universen geliefert. Dennoch ist es unverzichtbar, aus meiner Sicht im Gespräch zu bleiben. Und deswegen ist auch das Format Forum über die Angemessenheit der energetischen Sanierung aus meiner Sicht ein geeignetes Format, weil man sich A nicht bloß fortbilden kann, sondern B, wenn man auch nachfragen kann, wenn man C Positionen noch darlegen kann und dann vor allen Dingen gemeinsamer Erkenntnisprozess für das 4., 5. und 6. Forum vielleicht dann auch entstehen könnte. Mein Name ist Jens-Jörg Kirchner, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung hier im wunderschönen Bezirk Pankow. Jetzt aber erstmal Vortrag Nummer 1. Warum sollen wir unsere Wohnungen denn? Herr Fischer. Das Mikrofon ist Ihres. Bevor Sie auch anfangen, muss ich Sie noch mal fragen. Wir leben im Zeitalter der digitalen Welten. Wir leben im Zeitalter des Internets. Hier wird aufgenommen. Ist das richtig? Nur. Aber nur das. Gleichzeitig werden ja Fotoaufnahmen gemacht. Das Recht auf das eigene Bild ist auch durchaus nicht unwichtig. Falls Sie was dagegen haben, dass Sie hier abgerichtet werden von der Weltpresse, müssten Sie das dann kundgeben. Herr Springer, herzlich willkommen. So, jetzt aber erstmal Herr Fischer, bitte. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Das geht nicht. Sie sind zu leise. Ich bin zu leise. Dann spreche ich frei, ist das okay? Ich kann noch sprechen. Ihnen, Herr Kirchner, vielen Dank. Es ist mir eine besondere Freude, auch bei Ihnen als ein grüner Stadtrat auftreten zu dürfen. Im Herzen bin ich ein Urgrüner, bin bald 40 Jahre beim Bund Naturschutz in Bayern und das Herz schlägt an dieser Stelle. Es ist auch logisch, ich bin Denkmalpflegearchitekt von meinem Naturell her. Nachhaltigkeit der Bausubstanz, Wiederverwendung und all diese Dinge. Hier ein kleiner Ausschnitt meiner aktuellen und etwas weiter zurückliegenden Werke. Sie sehen auch zwei Berliner Objekte da drüben. Die Marienkirche in reinem Kalk ohne Bauchemie. Oder hier gerade in Pankow machen wir die spätbarocke Schlossorangerie von Schloss Schönhausen. Das ist aktuell ein laufendes Projekt. Und umso mehr freut es mich jetzt hier auch in Pankow mal ein bisschen zum Thema Sanierung, vor allem Wärmedämmung, vortragen zu dürfen. Ich habe auch immer wieder mit Wärmedämmthemen zu tun, zum Beispiel hier dieses Objekt in Hamburg, eine riesige Behörde. War auch die Diskussion Fassadensanierung oder Wärmedämmung als Sanierung. Ich bin also
so gut wie jeden Tag auch mit solchen Themen beschäftigt, habe ein Architektur- und Ingenieurbüro, habe etwa 450 Baudenkmäler kostensicher abgerechnet bundesweit. Das ist so die eigentliche Expertise bei mir. Und in meinem Ingenieurbüro mache ich auch bauphysikalische Aufgaben. So viel erstmal zur kleinen Einstimmung. Das Thema Denkhemmung beim Thema Wärmedämmung. Es kocht ja überall hoch. Das war kürzlich hier in Berlin bei der Architektenkammer. Bis vor einigen Jahren durfte ich dort noch meine Meinungen zur Altbausanierung zum Besten geben. Da habe ich natürlich immer gesagt, müssen wir aufpassen bei der Wärmedämmung. Das ist ja nicht so beliebt. An dieser Veranstaltung gab es überwiegend Befürworter, Bauphysiker, Bremer Energieinstitut, Bundesministerium, Wohnungswirtschaft, Vertreter der Dämmstoffindustrie. Man wollte diskutieren, um die Nebelschwaden über den Stammtischen etwas zu lichten. Ich habe mir von Teilnehmern erzählen lassen, bei einigen sind noch mehr Nebelschwaden dann aufgetaucht. Demnächst die Berliner Energietage. Was mir nicht so gut gefällt, sind solche Ansagen wie nationale Klimaschutzinitiative. Bei diesem Thema, da wird mir Angst. Und die ist ja berechtigt, wenn solche pathetischen Nationalismen wieder auftauchen, um irgendein Programm durchzudrücken. Klimaschutz durch Energieeffizienz, Klimaschutz im Gebäude, gelebter Klimaschutz. Also es ist Parole, Parole, Parole. Und wir sind jeden Tag damit konfrontiert und müssen einen Standpunkt finden. Warum sollen wir denn unsere Wohnungen dämmen? Die Befürworter dieser Parolen sind oben im Bild. Das sind Firmen, die sponsorieren diese Veranstaltungen. Ja, und dann schauen wir mal beim BMUB, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz. Das ist wunderbar, ja, Umwelt, Naturschutz, Bau, Klasse und Reaktorsicherheit, alles wichtige Themen. Was sagen die hier? Ich habe am 1. April drauf geguckt. Altbauten müssen besser gedämmt und ineffiziente Heizungen müssen durch moderne Anlagen ersetzt werden. Hier wird also nicht gefragt, warum, wieso, womit, sondern es muss. Warum? Der Energiebedarf lässt sich um bis zu 90% verringern. Das ist ein guter Grund, ökonomisch, wirtschaftlich. Im Durchschnitt immerhin um rund 50%. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Stimmt das? Warum müssen wir denn überhaupt Energie sparen? Das sagt unser Umweltministerium. Ist unsere Wärmeversorgung ein Problem? Und dann sagen sie, nein, nein, ist sichergestellt. Aber Kohle, Öl und Gas sind begrenzt. Fossile Energieträger allerdings noch nur kurzfristig stehen die noch zur Verfügung und bald gar keine fossilen Energieträger mehr vorhanden. Das ist natürlich blöd, wenn die Kohle ausgeht. Obendrein haben wir hier ein Problem, das nennt sich Treibhauseffekt und Klimawandel. Und die CO2-Emissionen gehen überhaupt größtenteils auf Öl und Gas zurück. Das sind die Thesen, die uns von unserem Ministerium so vorgegeben werden. Auch hier erlauben wir uns als aufgeweckte Staatsbürger mal das in Frage zu stellen. Und ich will das hier nur ganz kurz anreißen und will auch nicht Antworten geben, aber wir stellen einfach mal frech Fragen und dafür sind wir ja da und ich finde das knorke. Wie ist es mit den fossilen Energien? So knapp ein Jahrtausend streitet man sich drum, ja, wo kommt es denn eigentlich her, die Kohle, Öl und Gas? Das habe ich hier mal kurz angerissen. Es geht zurück auf Avicenna. Um 1000, Georg Agricola, 1546, der hat sehr breit diese Theorie der organischen Herkunft dieser Angelegenheit verbreitet. Allerdings im selben Buch hat er auch über Bergwerksdrachen und Kobolde sehr genau präzise beschrieben, wie die alle so sind. Und der Michael Lomonossow 1757 hat dann mal einen Baumstrunk gefunden im Kohleflöz und hat dann auch gesagt, das ist ja alles aus Bäumen. In Wirklichkeit, wenn wir mal so gucken, sehen wir, dass die großen Erdöl- und Erdgasvorkommen bei diesen schönen Scheichs heißen die dort alle. Das ist genau an der Stoßnaht der beiden Kontinentplatten.
Und es gibt die Theorie der abiotischen Genese, auch nichts Neues, aber seit den 50er Jahren von den Russen immer weiter getrieben. Und die sagen einfach, aus unerschöpflichen Erdgasquellen drückt es das raus und es kondensiert letztlich in verschiedenen Stufen Kohle, Öl und Gas. Es ist überhaupt nicht fossil, es ist unerschöpflich vorhanden. Und noch nie musste irgendwo eine Erdölquelle zugemacht werden. Kann man darüber diskutieren? Ich stelle das nur mal als Frage. Und dann der Treibhauseffekt. Wie funktioniert der eigentlich? Da, wenn Sie mal fragen, da kriegen Sie wunderliche Antworten. Also bisher habe ich noch nie eine glaubwürdige Antwort bekommen, wie das sein soll, dass hier eine Wärmeumkehr stattfindet an einem Wärmeschild, der minus 60 Grad hat. Dann sage ich immer, bitte erklären Sie mir, wie man mit einem eiskalten Heizkörper hier den Raum erwärmen kann. Weil genau das ist der Fall. Ich kriege keine Antworten. Fragen wird man ja noch mal dürfen. Und dann, was ist das mit dem CO2? Im Luftgemisch sehen Sie dieses eine Pünktchen zum Rest von der Luft. Und das soll nun das Wetter und dann auch abhängig davon das Klima machen. 3000 Luftmoleküle, eines ist CO2. Das ist schon gigantisch, wenn ich in meiner Architektenkammer-Seminaren, zum Beispiel in Hamburg, habe ich die Kollegen gefragt, was glaubt ihr, wie viel CO2 in der Luft ist? Ja, da war bei 80% noch kein Ende. In Bayern sind wir schon klüger, da höre ich immer so 30-40%. Es sind 0,038%. Und die sollen hier das Wetter machen. Ja, wo kommt das CO2 eigentlich her? Jetzt hat man vor wenigen Jahren CO2-Detektoren in den Satelliten gemacht. Und da seht ihr mal, jetzt ist Winter, Oktober bis November 2014. Das ist Deutschland hier, national mal, kurz mal national gewählt, das ist unsere Nation da oben. Ja, da ist überhaupt kein CO2-Emission. Und wer emittiert? Die bösen Tropenwälder. Und die werden ja alle wegen Naturschutz- und Klimaschutzgründen platt gemacht. Weil das sind Emissionen. Muss erst mal wissen. Und ich als Naturschützer, ich möchte wissen, wie die Natur funktioniert. Das ist Naturwissenschaft, das ist das Wichtigste heutzutage. Kümmern Sie sich mal drum. Stellen Sie mal die Frage, wo kommt das CO2 denn wirklich her? Und was machen wir jetzt dagegen? Ganz Brasilien platt? Oder die grünen Zonen von Afrika? Alles platt machen? Und in Meranti-Fenster hier mit dreifach Wärmeschutz. Ja, die Industrie, die gibt uns die Botschaft, hier CO2 ein Problem, Temperatur ein Problem, das explodiert und die Menschheit geht unter in der brennenden Erdkugel. Die Engländer, die haben sich darauf spezialisiert, diese Daten nur ab 1861 zu betrachten. Das sind diese Erwärmungen ab 1861. Wir in Bayern messen selber am Hohen Peißenberg, Benediktinermönche. Siehe da, 1800 war es wesentlich wärmer als heute. Das ist die Jahresdurchschnittstemperatur am Hohen Peißenberg in Bayern. Also wir Bayern haben nicht diese Angst wie die Engländer. Und deswegen schlagen wir sie manchmal auch im Fußball. Wie ist das mit CO2? Hier CO2 in den letzten 10, 15 Jahren steigt und steigt. Das sind die Messungen, Satellit und Erdstationen, die gehen nach unten. Ich bin befreundet mit einem Naturschützer und Klimaschützer, der nimmt immer die DWD, Deutsche Wetterdienstdaten, auseinander. Und siehe da, der März von 1911 bis 2015 Durchschnittstemperaturen. Da passiert über Jahrhunderte immer dasselbe, eine kleine Sinusschwingung. Das heißt, wir haben kein Problem. Und da oben, Deutschland-Temperaturen fallen nach unten. Wir haben also keine Erwärmung. Der Deutsche Wetterdienst kann uns keine Erwärmung vorführen. Aber wir lesen jedes Jahr wieder, das ist der wärmste August, der wärmste Februar, der wärmste irgendwas. Wir müssen aber die gesamten Daten angucken, wenn wir wirklich Naturschützer und Naturforscher sein wollen, dürfen wir uns nicht nur mit so unbefriedigendem Quatsch zufrieden geben. Ja, und dann, früher waren die Wetterfrösche grün, jetzt heißen sie Dr. Mochiplatif. Herausforderung Klimawandel, was wir jetzt tun müssen, na selbstverständlich unsere Wohnungen dämmen. Er sagt, die Erde hat Fieber 2007 und sagt, normale Temperatur
durchschnittlich 15,6 Grad. Von knapp 15 Grad vor Beginn der Industrialisierung auf heute 15,6 Grad gestiegen. Vor ein paar Wochen war der Lichtenfeld in meinem Kreisort, ich bin ja ein Dorfbewohner, mein Kreis ist Lichtenfels, meine Kreisstadt. Die Lions haben ihn eingeladen. Sagt er plötzlich, es ist gestiegen auf 14,6. Ja, wie geht es zusammen? Da ist ja scheinbar ein Abkühleffekt, weil wenn vor der Industrialisierung 15 Grad waren, jetzt haben wir 14,6. Wie kann man sowas als globale Erwärmung verkaufen? Ich habe ihn das gefragt. Das können Sie im Internet nachgucken, seine Antwort. Er hat rumgemault. Er kann das nicht erklären. Und mit ihm haben alle diese 15,6 Grad nach außen getönt. Und plötzlich, wie ein Schalter umgedreht, 14,6. Wo ist das Problem? Ja, und dann die Welt, schon 4. Juli 2011, CO2-Theorie ist geniale Propaganda. Ob die Welt recht hat, weiß ich nicht. Lügenpresse, Lügenpresse. Keine Ahnung. Aber es gibt immerhin eine andere Meinung. Treibhausgasen längst widerlegt. Auf die Idee des menschengemachten Klimawandels baut die Politik eine preistreibende Energiepolitik auf. Günter Ederer. Wir in Franken, wir sind recht hartnäckige Leute. Und in Franken sitzt die Schutzgemeinschaft für Wohnungseigentümer und Mieter und hat sich den Spaß erlaubt, alle deutschen Ministerpräsidenten, die Wirtschaftsministerialen und alle Parteien im Deutschen Bundestag einen höflichen Brief zu schreiben mit folgender Frage: Welche wissenschaftlichen Beweise können Sie uns als in der Verantwortung stehende Politiker vorlegen, dass das von Menschen verursachte CO2 verantwortlich für eine negative Entwicklung unseres Klimas ist? Und dass die Reduzierung von CO2 folgenlos für die Produktion von Nahrungsmitteln für die wachsende Bevölkerung ist, weil Sie wissen, die Holländer, die stopfen CO2 in ihre Gewächshäuser, damit die Tomaten gut wachsen. Und wenn wir weniger CO2 haben, dann wächst es halt nicht so gut. Die Antworten waren sowas von erbärmlich bis nicht. Es gibt keinen deutschen Politiker, der hier eine Antwort vorlegen kann. Es gibt kein Ministerium, das hier eine Antwort vorlegen kann. Und die Antworten, die wir gekriegt haben, die sind sowas von hanebüchen. Sie sind publiziert. Schauen Sie im Internet nach. Warum nun ENEF, warum Wärmedämmen? Der Bauminister, 2002 war das, glaube ich, verspricht der Bauwirtschaft mit der ENEF einen Investitionsschub. Ja, was hat denn da der Hauseigentümer davon? Nachfrage nach neuen Fenstern und Wärmedämmung wird ansteigen. Ja, was hat da mein Kunde davon? Ich bin als Treuhänder für ihn verantwortlich, nicht für die Baustoffindustrie. Das ist die Botschaft der Politik in die Wirtschaft. Ihr werdet Umsatzsteigerungen haben. Aber mein Hauseigentümer oder dessen Mieter, der hat da vielleicht nichts davon. Jedenfalls ist ihm nichts versprochen worden. Ja, und das war jetzt ein paar Jahre her. Jetzt aktuell unsere rote Bauministerin. Mit wem tritt sie auf mit ihrer Hauswende? Partner, Bundesindustrieverband, Allianz für Gebäude, Energieeffizienz, Gesamtverband, Dämmstoffindustrie, Verband Fenster und Fassade. Das sind die Freunde und dort sind ihre Logos. Und ich stelle die Frage von der Hauswende zur Hauswunde. Weil ist das alles so gut, was da jetzt geschieht? Schauen wir uns mal das Fraunhofer Institut für Bauphysik an. Die haben lange Jahre untersucht, wie geht es denn in der Wärmedämmfassade. Und da haben die rausgekriegt, dass die viele Stunden in der Nacht, hier ist gezeigt von 0 bis 8.30 Uhr, ist diese Wärmedämmfassade unter dieser roten Taupunkttemperatur und säuft ab, fängt Tau und wird nass. Wohingegen die nicht gedämmte Konstruktion niemals den Taupunkt unterschreitet, weil sie eben Wärme speichert. Und dann kommt die Industrie und sagt, da haben wir die Lösung, diese patschnassen Fassaden sind ja ekelhaft. Ja, dann müssen wir die heizen. Etwas Wärme braucht die Wand. Und hier hat die, wer sind die? Ein Forschungsprojekt Hochschule Wismar und Neubrandenburg. Temperierung der Putzoberfläche. Und da werden die mit warmem Wasser, wo dann natürlich Wärmerückgewinnung der Tageswärme reingespült wird, werden die beheizt und mit elektrisch. Und Sie sehen dann hier,
sehen Sie die geheizten Fassadenabschnitte und siehe da, sie werden nicht so nass. Allerdings, ganz hat man es nicht wegkriegen. Das war auch interessant. Ja, dann habe ich angefangen, selbst zum Naturforscher zu werden und habe mir eine Wärmebildkamera zugelegt und gegenüber meinem naturwissenschaftlichen Gymnasium, wo ich den naturwissenschaftlich-mathematischen Zweig abgeschlossen habe, steht ein Haus hier und das hat einen neuen türkischen Besitzer hier und der ist auf die Dämmstoffwerbung abgefahren und hat sein Haus gedämmt mit 10 oder 12 Zentimeter. Und die anderen haben kein Geld oder haben gedacht, wir machen es nicht wie der Türke und haben dann nicht gedämmt. Und jetzt fahre ich dahin, 11.16 Uhr mit der Wärmebildkamera, minus 40 plus 36,9. Und siehe da, wer verliert hier am meisten Energie? Die Dämmfassade. Und kühl herum steht die verputzte Ziegelwand. Na, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir kriegen doch immer nur die Massivbauten so rot vorgespielt. Und dann bin ich wiedergekommen, 13.42 Uhr, inzwischen war die Sonne weg vom Himmel. Ja, da sind die beide gleich warm, egal ob gedämmt oder nicht gedämmt, haben beide dieselbe Oberflächentemperatur. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, ich komme am Abend wieder. Und nun am Abend, 1954, plötzlich fängt geheimnisvollerweise die Massivwand an zu glühen und schockartig, wir sind hier schon auf minus 15 Grad, die Lufttemperatur war 5, haben wir also den Taupunkt massiv unterschritten und hier wird nun der ganze Nachttau eingesaugt in diese Dämmfassade. Am selben Tag drei Bilder. Und so sehen dann diese abgenässten Buden aus. Sie fallen auch komplett patschnass dann runter, Jena. So sieht es bei mir im Nachbarort aus. Da sind Mietwohnungen drin, können Sie sich vorstellen, wie die Mieter sich fühlen. Sie werden besucht von Maren und von Spechten. Das oben ist ein riesiges öffentliches Wohnungsbaugebiet in Hamburg. Das ist in Erlangen, da haben sich alle Raucher Bayerns zurückgezogen scheinbar. Ja, überall auch die hinterlüftete Dämmung wird patschnass und schimmelt. Durch Taupunktunterschreitung, nichts anderes, weil sie nicht speichern kann. Und so werden Dämmfassaden abgeliefert in München, ein riesiger Siedlungskomplex. Und in Berlin, Bauzeit 09, Einweihung Februar 12, Januar 15. Und das will man ja verhindern. Und man schmeißt Gift. Ja, Biozide heißt es. Aber es ist Gift. Es ist Gift, das in der Landwirtschaft in diesen Konzentrationen gar nicht mehr verwendet werden kann. Und dann kommt dann dieser giftige Biozidskandal, für einen Naturschützer, Umweltschützer und Klimaschützer ein grausames Ereignis, wenn unser Wasser vergiftet wird aus Dämmmitteln. Weil diese ganzen Dämmfassaden müssen vergiftet werden, damit nicht gleich im ersten, zweiten, dritten Jahr beziehungsweise vor der Gewährleistung alles grün runterfällt. Das Institut für Bauforschung in Hannover hat mal die über Jahre Hunderte und Tausende von Fassaden untersucht und ist zum Ergebnis gekommen, dass die Instandsetzung einer Dämmfassade pro Jahr pro Quadratmeter 16,43 Euro kostet. Ein normaler Mauerwerkputzbau 7 Euro. Das ist pro Quadratmeter. Müssen Sie über 9 Euro hinlegen, wenn Sie eine Dämmfassade haben, um die Instandhaltung jedes Jahr durchzuziehen. Alle 5 Jahre muss das eingerüstet werden. Alle 10 Jahre ordentlich saniert und trotzdem nach 40 Jahren ist Schluss und muss erneuert werden. Und das ist Naturschutz. Für mich nicht. Nicht für den bayerischen Naturschutz. Und so sieht es dann unter den Flachdächern aus, das ist genau dasselbe, die Flachdächer unterschreiten den Taupunkt. Da drin ist ja Luft in rauer Menge und in der Luft ist Luftfeuchte und die plutert dann alles auf, zerstört die Dichtungen und hinüber ist das Flachdach. Und wenn wir mal in unsere Steildächer, die dann mit Vollspannendämmung gedämmt werden, nach ein paar Jährchen mal gucken, das ist Biotop, das ist nicht nur Schimmel, das ist auch Pilz. Und das ist ein 50er-Jahre-Gebäude gewesen. Und so hat man es kaputt gedämmt. Schauen Sie mal nach in Ihren Dämmungen im Dach. Sie fallen in Ohnmacht. Ich mache jede Woche, habe ich mehrere solche Projekte. In Amerika, da ist man natürlich immer 10 Jahre voraus.
Da sind 90% der gedämmten Häuser in einer Massenuntersuchung als schwer geschädigt herausgekommen, inklusive schwerste Gesundheitsstörungen mit bis zu Hirntumoren, was die Leute dann gekriegt haben in diesen verrotteten Buden. Oregon Law bans AIFs. AIFs ist WDVS. Die haben nun gesetzlich verboten, diese WDVS auf ihre Holzhütten, die dann zusammenrotten. Wir haben Gott sei Dank meistens Steinhütten, da ist nicht ganz so schlimm für den Bewohner. Ja, dazu dann das Brandproblem, das muss ich nicht groß detaillieren, weil Berlin hat seinen großen Dämmstoffbrand ja gehabt. Woanders müssen die Wohntürme ja noch überall abfackeln. Rechts unten, das ist Las Vegas, schon vor vielen Jahren. Also auch da haben die Amerikaner Vorsprung. Die sind die Türme da in Istanbul, Polar Tower. Ja, und auch in Russland brennen die Türme ab, wegen Wärmedämmung. Dann die Werbung, hier zum Beispiel ein Wärmedämmverbundsystem, Infoblock. Kein Märchen, Entsorgung von Styropor, kein Problem. Das kommunizieren die da in die Landschaft. Das kann man auch in 0,0 Mikrosekunden aufnehmen, das überhaupt kein Problem ist. Und schon nur ein Jahr danach, 26.03.2015, hier sagt er, drohen uns Mühlberge aus giftigem Styropor, aber nein, bla bla bla. Liebe Hausbesitzer, Polystyrol, wenn Sie das an der Fassade haben, machen Sie sich bitte keine Sorgen. So ist die Informationspolitik auf einem Wärmedämmblock. Und dann ein Jahr später, Berliner Zeitung, da halte ich sehr viel davon übrigens, Wärmedämmung mit Sondermüll, Mieter könnten dafür zahlen. Das sind die Probleme. Warum sollen wir unsere Wohnungen dämmen? In Berlin weiß man Bescheid, im Wärmedämmblock offensichtlich nicht. Ja, und dann kommen diese berühmten Energieberater und machen den Leuten eine Rechnung auf. Diese sogenannte Bedarfsphysik oder Bedarfsberechnungsphysik, die sich überhaupt nicht darum kümmert und schert, was wird wirklich verbraucht am Quadratmeter. Die sagt einfach, wir rechnen mal was, frei weg. Und dann kommt raus, du brauchst 45 Liter Öl auf dem Quadratmeter oder Kubikmeter Gas. Das kommt raus. Ja, dann lohnt sich natürlich 14 cm PS Polystyrol, Styropor. Das ist die Empfehlung. Das empfiehlt er dann bauphysikalisch und wirtschaftlich sinnvoll. Das sind Energieberater mit allen Meriten hier überall dabei. Ja, und dann schauen wir doch mal an, was die Wissenschaft sagt. Die Naturwissenschaft in Bayern. Weil in Bayern ist Holzkirchen, das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, und die haben schon 83, haben sie gesagt, das interessiert uns, der Energieverbrauch von einem gedämmten und nicht gedämmten Bauwerk. Und dann haben die eigentlich gleiche Bauten hingestellt und haben nur die Fassade geändert. Einmal massiv, einmal 10 cm Dämmung, einmal 23 cm Dämmung. Und dann haben sie es in der Heizperiode beheizt und siehe da, schlechter U-Wert hier, schlechter U-Wert, das ist der Ziegelbau, den habe ich im Verbrauch auf 100% hier abgebildet aus den mir vorliegenden wissenschaftlichen Messergebnissen. Der 10 cm Bau verbraucht 107%, aber sind die erschrocken, gesagt, noch eine Messperiode, bitteschön. Und dann haben sie 23 cm gedämmt, das war 1983 ein Unding, ja, für den normalen Bauer, Hausbauer. Haben 0,16 U-Wert erreicht und haben trotzdem 104% verbraucht. Dann haben sie zwei Jahre später nochmal nachgeguckt, haben zwei Gebäude gebaut, massiv und massiv plus Dämmung, mit dem gleichen U-Wert. Und wieder hat der massive 100% und der gedämmte 103% verbraucht. Ich möchte wissen, warum sollen wir unsere Wohnungen dämmen, wenn danach mehr Energie verbraucht wird? Das ist dann in der Schweiz auch mal gefragt worden, wie sieht es da aus? Zwei identische Baukörper nahezu, einmal 10 cm Dämmung, einmal voll massiv. Die grüne Kurve, Entschuldigung, das ist der Mehrverbrauch und die rote ist der Ziegelbau. Die ganze Messperiode hindurch haben die immer bis zu 30% mehr Energie geschluckt, die Dämmbüdli. EMPA, Eidgenössische Materialprüfanstalt. Dann die berühmte GEWOS-Untersuchung, durch massiven Druck zurückgezogen. Niemand kann sie mehr im Original finden. Die ist damals so publiziert worden, 1996, 47 unterschiedliche Großwohnbauten mit und ohne Dämmung.
mit Dämmung 158, also 15,8 Liter, ohne 13,8 pro Quadratmeter pro Jahr. Warum sollen wir unsere Wohnungen dämmen? Angeblich widerlegt, kein Wort wahr. Prüfen Sie bitte selber. Ja, auch in Finnland hat man gesagt, wie sieht es aus mit diesen U-Werten? Hat seine Hütchen gebaut, hat sie berechnet und sieht nun zwischen Grau und Weiß den massiven Unterschied zwischen Verbrauch und Berechnung mit diesen U-Werten. Das hat man auch in Österreich gemacht, typischerweise mit Holzgebäuden. Auch hier ein riesiger Unterschied zwischen Verbrauch und Berechnung. Und bitte merken Sie sich das, ohne Nutzerverhalten, nur reine Testgebäude, wissenschaftlich professionell betrieben, gelüftet, bla bla bla. Kein Nutzer. Nie stimmt die Rechnung. Und dann kommen diese Engländer wieder, Cambridge-Studie, und wollen uns erzählen, das ist gerechnete Energieeinsparung und das ist die, die man wirklich realisieren könnte. Und da gibt es den Prebound und den Rebound. Der Prebound, das ist, du bist in einem ungedämmten Haus, in einer ungedämmten Wohnung. Ja, da sparst du dich zu Tode und zitterst bis zum letzten Eck, weil du ja sparen musst. Und dann wirst du gedämmt und jetzt sagst du, aber jetzt gib's ihm. Und alle Räume auf 35 Grad, Wohlfühltemperatur, alle laufen nur noch nackt durch ihre Räume. Das ist der Rebound. Aber ist doch kein Wort wahr. Weil sie haben keine einzige Messdaten, die das bestätigen. Die haben keine Messungen gemacht, wie ist die Temperatur und so weiter. Das ist eine Hypothese. Und auf welcher Grundlage möchte ich wissen? Auf einer naturwissenschaftlichen bestimmt nicht, weil die naturwissenschaftlichen Forschungen habe ich Ihnen gezeigt und andere kenne ich nicht und keiner konnte mir noch welche zeigen. Dann in Südtirol eine Magisterarbeit an der TU Innsbruck, 12 Cubes, Würfelchen unterschiedlicher Dämmbauweise. Diese blauen Säulen sind die Abweichungen von der Berechnung bis 100%. Und dann haben die sich den Spaß gemacht und haben zwei Würfel befenstert. Einmal mit Zweifachscheibe und einmal mit Dreifachscheibe. Welcher hat weniger verbraucht? Welcher hat mehr verbraucht? Beide gleich. Beide gleich? Da war ich schockiert. Ich sagte, das gibt's doch nicht. Hätte doch jeder gedacht, das bringt was, die dritte Scheibe. In Amerika wieder, Green Approved Buildings using more energy. Ja, logisch, die können auch nichts anderes rauskriegen als wir in Deutschland. Und was sagt dann die Welt wieder? Komplette Wärmedämmung, total unwirtschaftlich. Sagenhaft, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ob das stimmt, das ist ein Plus an Behaglichkeit, Dämmen mit Verstand, das weiß ich auch nicht. Lügenpresse überall, wem soll man überhaupt noch glauben? Bitte stellt selber die Fragen und sucht nach Antworten. Ich habe mich zur CO2-Einsparung für Maximaldämmung entschieden. Für die Schimmelpilze in dieser Wohnung hat sich das Klima schon total verbessert. Das ist der aktuelle Schimmelhorror. Dichte Fenster, Nachtabsenkung nach Vorschrift und dann Schimmels an allen Ecken und Enden. Und warum? Doch nicht wegen Wärmebrücke. Doch nicht wegen Wärmebrücke, nein. Weil die Heizung, die früh loslegt, die treibt die Wärme so rum und spart die Ecke aus. Und genau da schimmelt's. Und das können Sie messen. Das sind einfach Strömungsphysik. Muss man ein bisschen Naturwissenschaft kennen und weiß man, da kommt in die Ecke nicht genug Wärme. Auch in der Ecke ist nicht genug Wärme. Bloß da ist die Abkühlung nicht so stark, sodass es da den Taupunkt nicht unterschreitet. Und auch bei der Fußbodenheizung dasselbe, die Ecke bleibt kühl. Das ist das Problem. Lassen Sie sich nichts erzählen von Wärmebrücken, die jetzt zugedämmt werden müssen, dass nicht mehr schimmelt. Das ist Quatsch. Und deswegen kommt auch die berühmte Jena-Untersuchung zum Ergebnis, dass zwar etwas weniger angeblich in den gedämmten Buden schimmelt, aber immer noch genug. Ja, da muss gelüftet werden, wenn die Fenster dicht sind. Das haben wir schon gehabt. So sieht es dann aus. Das ist bei meiner eigenen, im NDR habe ich einen Auftritt gehabt, da haben wir dieses System untersucht. Ein privates Wohnhaus mit Wärmerückgewinnungsanlage, ich sage nicht von welcher Firma. So sieht es aus in den Lüftungsschächten. Ja, und dann das Fensterglas. Haben Sie gewusst, dass Wärmestrahlung überhaupt nicht durch Fensterglas geht? Dass nur Lichtstrahlung da durchgeht? Dass
Fensterglas nur für Licht transparent ist, nicht für Infrarot. Hier kann man das sehen, vom leider verstorbenen Professor Meyer wunderschön dargestellt. Das ist die Durchlässigkeit des Fensterglases für bestimmte Strahlungen. UV geht nicht durch, Licht geht durch, hier durchlässig, und Wärmestrahlung undurchlässig. Deswegen gibt es übrigens auch Brandschutzgläser. Wir sehen das Feuer, doch die Hitze spüren wir nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich selber zum Naturforscher wieder mutieren und habe auf meinem eigenen Bürogelände hier, wir gewinnen hier Naturwasserkraft, ja, das ist also ein Turbinengebäude, zwei wunderschöne Kaplan-Turbinen, und da oben drauf haben wir freies Gelände, haben wir mit drei Cubes einfach zweifach Dreifachglas ausprobiert, ja, beheizt, nach Süden und Norden gezeigt, auch Kastenfenster rausgekriegt. Ich sage Ihnen, da stimmt gar nichts mit der Rechnung. Und wir haben dann ein Einfachglas mit Fensterladen, hat dann enorme Prozente eingespart, auf der Nordseite gegen Doppelglas und auf der Südseite. Absolut verwunderliche Ergebnisse. Und dann sage ich, der Opa hat vielleicht doch recht gehabt, einfach Glas mit Laden. In Bayern heißt es dann, oder in Franken, Molo und Rolloro, Mann, lass den Rollladen herunter. Ja, und das ist schon der ganze Energiespareffekt. Die Amortisation dieser irren Fenstersanierungen, wo man so mit Gummilippen reingeht und Doppelscheiben an die armen Einfachscheiben macht und dann passt überhaupt kein Beschlag mehr und die Kosten explodieren und man kann für kein Geld der Welt mehr ein Einfachfenster oder ein Kastenfenster richtig reparieren, weil so irre Erneuerungssüchte da reingehen mit falschen U-Werten, dass es einem schlecht wird. Und dann kommt dann raus, das ist ein offizieller Energieberaterbericht für ein Hochhaus in Bayreuth, Namen verschweige ich, Fenster lohnt sich nicht, 32 Jahre Amortisation, Kellerdecke lohnt sich nicht, 14 Jahre Amortisation, Ist-Zustand lohnt sich, 0 Amortisation, 0 Jahre ist schon lohnt sich schon, das ist Nachhaltigkeitsfaktor. Dann haben wir hier die Außenwanddämmung, 22 Jahre, das ist keine Amortisation, das ist unwirtschaftlich. Alle Urteile seit 1950 bis 2014 bis zum BGH, 10 Jahre ist die Amortisationsfrist und alles was drüber ist, ist Quatsch, ist Betrug. Ja, das ist dann Kombi. Kann man noch kombinieren, damit es alles noch schlechter wird. Ja, dann sogar CO2 Online sagt, aufgrund ihrer Datenerhebungen, Fassadendämmung, mickrige 12%, Austauschfenster 2%. Ja, warum sollen wir Fenster austauschen, warum sollen wir Wärme dämmen? Und deswegen hier Pankow, das ist das Beispiel. Das ist die Schlossarrangerie. Da wird ohne Kinkerlitzchen wird saniert, das Fenster neu gestrichen mit Leinöl, alte Scheiben, alte Beschläge, alles ist in Ordnung und die alte Luftundichtheit und die Leute dürfen gesund da drin wohnen, ohne Schimmel. In München sind die Mieter schon sehr aufgeweckt, haben hier ein Bündnis bezahlbarer Wohnen gemacht und analysieren ihre Gebäude und kommen drauf, Mieterhöhung gemäß Ankündigung 76, 59, 52%, 120, 103%, 130%. Das treibt die Bayern um. Die sind wütend, die wollen sich das nicht gefallen lassen. Die sagen, Obacht, Entmietung durch die Politik, knallhart. So was kann man ja nicht erwähnen. Was ist denn die Faktenlage? Die Faktenlage sagt, Energieeinsparungsgesetz, Paragraph 5, Absatz 1, die Anforderungen müssen wirtschaftlich vertretbar sein. Das ist Gesetz, es muss wirtschaftlich sein. Was sagt es? Ene 25 Befreiung. In angemessener Frist, das bedeutet in wirtschaftlich angemessener Frist, muss es durch Einsparungen erwirtschaftet werden. Wer nicht, wird befreit. Was sagt das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz? Unangemessener Aufwand, unbillige Härte, Befreiung. Ich mache ständig Befreiungen im ganzen Bundesgebiet. EE-Wärme-G, immer unwirtschaftlich, alles. Und ENEF, immer alles unwirtschaftlich, kann man ganz simpel rechnen. Der staatliche Verordnungsgeber sagt, was ist mit der Amortisationsfrist? Er sagt, in der Heizkostenverordnung, das ist die Schwesterverordnung der ENF, sagt, unverhältnismäßig sind 10 Jahre. Wenn man in 10 Jahren nicht erwirtschaftet werden kann, entfällt die Vorschrift. Das ist Fakt vom Verordnungsgeber selbst vorgegeben. Die Rechtsprechung sagt das ebenso, habe ich schon erwähnt. Der Architekt ist verpflichtet, wirtschaftlich zu planen, energiewirtschaftlich zu planen, alles zu berücksichtigen. Und die Rechtsprechung sagt, ein Architektenwerk ist mangelhaft, wenn übermäßiger Aufwand getrieben ist
und die unwirtschaftliche Planung ist auch mangelhaft. Der Architekt hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit dem Bauherrn abzustimmen und wegen der hohen Baukosten ist das für den Bauherrn unrentabel und sein Honoraranspruch entfällt. So sieht's aus. Und das ist der Architekt als Treuhänder des Bauern. Do it with an Architect, sage ich mal. Der ist verpflichtet auf wirtschaftliche Planung und Bau. Und das kannst du bei ihm einklagen und dann kriegt er sein Honorar weggenommen und muss, wenn sich sein Planungsmangel am Bauwerk schon realisiert hat, muss er in Kohle den Schadensersatz dann ihnen liefern. Und er ist versichert. Betrug, wählt er Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch geschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Und in besonders schweren Fällen ist, wenn er es gewerbsmäßig macht oder als Mitglied einer Bande. Diese Bande kennen wir. Das ist Betrug nach Strafgesetzbuch. Ich habe versucht, Sie heute aufzuklären, damit Sie richtige Fragen stellen können. Ich kriege am 27.03. aus Österreich eine E-Mail, das ist Originalzitat. Daher setzt sich die AfD dafür ein, die ENEF und das EWG ersatzlos zu kassieren. Soweit, so gut. Ich bin kein AfDler, in keinster Weise. Aber diese Forderung finde ich nicht verkehrt. Und deswegen freut es mich zu lesen, Göring-Eckardt will AfD-Wähler für Grüne gewinnen. So würde es gehen. So würde es gehen. Und sogar unsere CSU, mit der ich keine Gemeinsamkeiten habe, CSU will mit neuem Grundsatzprogramm AfD-Wähler zurückgewinnen. Herr Kirchner, ich wünsche Ihnen, dass es der Göring-Eckardt gelingt. Wünsche ich Ihnen. Was sagt die heilige Barbara? Ich bin evangelisch, nicht, dass Sie erschrecken. Das ist die Patronin der Bauleute. Die wird gefragt, sollen wir unsere Wohnungen dämmen? Warum? Sagt sie, nein. Bitte nur Stein und Mörtel. Das genügt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, das Wohnraum, über die Angelegenheit immer geht, ist nie um Leben, aber auch davon, dass viele Meinungen, Haltungen kommentiert, manchmal auch sehr deutlich aufeinanderfallen. So, insofern frage ich Sie jetzt, bevor wir dann zum zweiten Vortrag kommen, haben Sie noch Verständnisfragen? Da war mal eine Frage, Herr Nur. Das Lüftungssystem. Bitte? Sie müssen schon lauter deutlich reden, damit alle. Die Lüftungssysteme haben Sie vorgezeigt. Der Zeitraum von der Erstellung dieser Lüftungssysteme, bis die so zugesetzt war, wie lange war das? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe in neue Lüftungssysteme in einer Schule reingeguckt, die war gerade ein Jahr fertig, da war innen die gesamte Lüftung schon total verstaubt. Es hängt ja vom Staubaufkommen ab. Und das ist ja absolut nutzerabhängig. Stellen Sie sich mal eine Schule vor, wo die Kinder jeden Tag Kleider und ja, Teppichböden, das ist eine ganz andere Situation, als wenn Sie in einem OP dann in die Lüftung gucken. Aber auch da gibt es Probleme. Sie haben schon gehört, Krankenhauskeime und so weiter. Warum? Die Warmluft wird in das kühle Kanalsystem gesaugt. Dort kommt es auch gegebenenfalls zu Taupunktunterschreitungen. Und da können Sie an Luftfilter für die Zuluft die Pollen alle rausnehmen. Es kommen so grauenhafte Keimbildungen. Ich kenne dann so Agar-Agar. Hier sehen Sie, das wird dann angesetzt. Und dann kann man gucken, was da wächst. Es graut einer Sau, auf Deutsch gesagt. Und das ist ja dann auch ein perfekter Filter, weil das ja sehr feinwaschig ist. Ja. Perfekter Filter. Stellen Sie sich mal die Luft vor. Ja. Sick Building Syndrom heißt das auf Deutsch. Okay, da noch eine Nachfrage, Verständnis halber, bitte. Herr Göbel. Ja. Also, wenn es so ist, und das ist der zweite Teil oder Hauptteil Ihres Vortrags, ja, ich hätte mir sehr sympathisch und plausibel, aber der sagt ja zugleich, egal ob er der Meinung oder nicht, auf jeden Fall ist die traditionelle Bauweise richtig. Irritiert tut mich vielleicht auch andere Gereinleiter. Warum? Das stimmt ja alle Dinge um. Und ich weiß auch nicht, die Einleitung, diese waghalsige Einleitung, nicht kontraproduktiv ist für Ihren
Das kann sein, aber ich nehme das in Kauf, weil ich bin Naturforscher und interessiere mich für die Natur. Und wenn man mir erzählt, dass eiskalte Lüfte unsere Erde erwärmen können, dann möchte ich wissen, wie geht das? Ich habe unlängst einen Kommentar bekommen, das geht wie bei einer Wärmepumpe. Das hat er mir aber nicht weiter erklärt. Das war ja in meiner Verletzung, ich glaube auch, dass wir aufpassen müssen, nicht allzu in die Überklinge zu gehen, dann noch eine Nachfrage. Sie sprachen von Taupunktunterstreichung. Ja. Wie ist es denn mit tertialen Dampfdruck und dem Styropor, den Materialverhalten aufgefallen? Ja. Also das Styropor hat natürlich einen SD-Faktor und ist nicht luftundurchlässig, sodass die Luft kann hinein ins System. Nicht optimal, aber sie kann. Und die bringt die Feuchte mit. Und durch die Nichtspeicherfähigkeit kommt es ja jede Nacht zu diesen dramatischen Abkühleffekten. Übrigens nicht gegen die Außenluft, sondern gegen den Nachthimmel. Und dieses Partialdampfdruckmodell, das halte ich für nicht korrekt. Da könnten wir jetzt einen weiteren Vortrag darüber anschließen. Das machen wir jetzt aber nicht. Eine Frage habe ich allerdings noch. Kannst du noch merken, 80er Jahre, ein ganz normaler Einscheibenfenster, das fand ich nicht gut. Ja, weil sie falsch geheizt haben mit Nachtabsenkung. Ja, Herr Springer, Sie haben im letzten Jahr einen... Funktioniert nicht. Es hat im letzten Jahr ja Veränderungen im Industrieverband gegeben, weil die Styropor und die Treibstoffverbände sozusagen getrennt haben. Ja. Und es ist bekannt geworden, dass die Styropor mit Recyclingmaterial, ich sag mal, verbotswidrig auch vermengt wurde in Millionen Quadratmetern. Und die Frage ist, ob es da schon Erkenntnisse gibt, weil es ist ja im Grunde ein Baubetrug gemacht wurde, weil ja die Durchlässigkeitsbeiwerte, die zertifiziert wurden, nachweislich nicht eingehalten werden. Was ja noch schlimmer ist, auch der Brandschutz sinkt ja ab, wenn ich Recyclingmaterial da reingebe, aber ich kenne keine Stichprobenprüfung, ich kenne diese Aussagen, ich kenne aber keine belastbare Massenuntersuchung. Ich finde, diese Aufgabe, die gehört ins Deutsche Institut für Bautechnik oder in die Materialprüfanstalt, in eine staatliche Prüfanstalt, wenn man sieht, wie die Zertifizierung von sehr vernetzten Systemen funktioniert, habe ich meine Zweifel, ob das dann gut ist, weil die belasteten Produkte gingen ja durch. Und das ist schon sehr schwierig. Hier finde ich, müssen ganz andere naturwissenschaftlich tüchtige Systeme ran. Und man soll es nicht in der Hand der Hersteller und ihrer angegliederten Institute lassen. Okay, Diskussion machen wir nachher. Ergänzungsfrage, wie sieht es mit der Haftung aus? Sind die nach der Gewährleistung sozusagen vorbei oder haftet der Architekt und Bauherr gewährleistet? Der Architekt, der haftet ja praktisch für alles. Man nennt es die gesamtschuldnerische Haftung. Das heißt, ein vernünftiger Rechtsanwalt, der heute einen Bauschaden vorfindet bei seinem Kunden, wird immer den Prozess gegen den Architekten führen, weil der ist in der Gesamtschuld. Und er ist versichert für seinen Pfusch, im Unterschied zu der Firma. Die Firma, die kann zwar Mängel, Folgeschäden, nehmen wir an, sie macht am Rohr was schlecht und die Bibliothek wird nass, das kann sie decken, aber nicht den gesamten Bauschaden, den muss sie auf eigene Kappe nehmen, kann ihn nicht versichern. Deswegen gehen alle Prozesse immer gegen die Architekten. Herr Dr. Nehm, Sie haben jetzt dargestellt, bei diesen Experimenten von wissenschaftlichen Institutionen. Die Erklärung als jetzt Naturforscher, wo der Unterschied herkommt, die Ursachen für den Unterschied. Ja, man sagt immer, das ist ganz lustig die Frage, man sagt immer, na stell dir doch mal vor, das Haus ist wie eine Isolierkanne und die isoliert doch auch. Stimmt, aber die Isolierkanne, die rechnet doch nicht mit einer solaren Zustrahlung, die dann den Kaffee auch erwärmen würde tagsüber. Und auch die Bauphysik nimmt ja ein stationäres Rechenmodell und negiert die tägliche Zustrahlungsleistung der Sonne, die auch auf der Nordseite enorme Watt pro Quadratmeter bringt. Dafür gibt es eine VDI-Norm sogar, auch die ist nicht ganz richtig. Ich habe hier einen exquisiten Kollegen,
den Herrn Schwan, der sich genau dieses Themas intensiv angenommen hat und versucht, hier in der Berliner Szene für mehr Aufklärung zu sorgen. Ich würde fast vorschlagen, dieses Thema könnten wir dem Kollegen Schwan stellen und der würde sofort was sagen. Wo sitzt er denn? Hier, wollen Sie was sagen, ganz kurz, zu diesem Thema, wo der Fehler herkommt? Also mein Name ist Christoph Schwan, ich bin Berufskollege zum Konrad Fischer. Wir kennen uns schon seit etlichen Tausend Jahren. Jahre. Und stimmen fast in allem überein, aber nicht in allem. Macht nichts. Stichwort Bandheizung. Warum kommt dieser Unterschied so zustande? Kommen Sie hierher, hier ist nichts. Ich beschäftige mich natürlich auch mit diesem Thema, klein wenig in Richtung wissenschaftlicher Bearbeitung. Und um Ihnen als Laie, ich kann Ihnen ja keine wissenschaftlichen Vorträge halten, um Ihnen als Laie mal das Problem klar zu machen, ein Gebäude steht ja im Freien, normalerweise, und unterliegt da gewissen Energiezuflüssen, das ist also Sonnenenergie, das kennen es alle. Was sie nicht kennen, was auch in keiner Norm und nirgends vorkommt, das ist die Einstrahlung aus der Umgebung. Die kann man mit etwa 250 Watt pro Quadratmeter im kältesten Winter ansetzen. Jetzt im Jahreszeit haben wir schon etwa 380 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Dann haben wir noch weitere Einstrahlungen, das ist die diffuse Einstrahlung, die hat man hauptsächlich bei bewölktem Himmel. Da kann man es aber getrost mit etwa 150 Watt pro Quadratmeter ansetzen. Diese unterschiedlichen Strahlungsarten, die kann man ganz einfach addieren und dann kommt man auf eine Gesamteinstrahlungsleistung. Zugleich kann man aber auch die Energieabgabe eines Gebäudes an der Gebäudeoberfläche, weil das ist nicht die Kampfzone, das ist nur die Gebäudeoberfläche und sonst nichts, die kann man auch überprüfen. Man kann mit Hilfe eines Strahlungsgesetzes die Abstrahlungsleistung von Gebäuden ermitteln und Sie können auch die konvektive Abkühlung, also wenn zum Beispiel Wind ist, dann haben sie relativ hohe konvektiven Energieabtrag, also bei Luftkühlung wie beim alten VW-Käfermotor. Und jetzt würde ich ein Fazit wagen, Herr Kollege. Die Frage war, warum gibt es einen Unterschied zwischen den Berufen? Die Berechnung berücksichtigt die Wirklichkeit nicht. Wir haben enorme Zustrahlungswerte. Am Tag, auch in der Nacht, Umgebungsstrahlung kommt auch in der Nacht zustande. Also ich habe mal eine Energiebilanz gemacht, ich habe einfach mal verglichen, welchen Heizenergiebedarf hat ein Haus. Die Heizenergieleistung kann man im Typenschild des Heizaggregats ablesen. Okay, aber ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ja, aber die Spannende kommt noch. Ja, aber das Spannende ist jetzt in der Frage, das ist das Stichwort. Im Forum. Moment, das Spannende kommt jetzt, das nehme ich dir nicht zu vorstellen. Also ich habe das nicht gern, wenn man mitten im Satz unterbrochen wird. Da kommt keine Erkenntnis dabei raus. Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, die ist Ihnen praktisch völlig neu und überraschend. Ich sage es Ihnen nur gleich. Die Leistung der Heizanlage in einem Gebäude überschreitet nie mehr als 5% des gesamten Energieeintrags. Wenn Sie sich das jetzt mal vorstellen, Ihr Gebäude wird zu 95% von außen beheizt. Nur 5%, also ein minimaler Anteil, das ist im Prinzip so kleine Differenzenausgleich. Mehr kann eine Heizanlage gar nicht leisten. Und das können Sie selber ohne nennenswerte Kenntnisse, können Sie sich das sogar selber. Aber das findet man auch im Internet, wenn man Ihren Namen sucht, da finden wir Christoph auch. Schwan, dann können Sie mal das nachrechnen. Ich glaube, das war okay. Sie haben sich gemeldet. Jetzt sind wir nämlich in der Diskussion. Ja, genau. Also, ich wundere mich so ein bisschen, ich wollte jetzt noch auf den Fischer zu sprechen. Ich wundere mich sehr, dass der Vortrag von Herrn Fischer eine sehr positive Resonanz hier gehabt hat, weil ehrlich gesagt, ich halte das alles für sehr fragwürdig. Ich bin jetzt überhaupt kein Dämmfreak, ich wohne also ein Familienhaus, das ist gedämmt, das habe ich vor einigen Jahren dämmen lassen. Ich frage mich inzwischen auch, war das eigentlich nicht so viel Styropor auf die Fassade zu knallen? Ich habe auch inzwischen schlechtes Gewissen, ökologisch sich alles sehr fragwürdig, ich habe uns ein bisschen quatschen lassen. Es gibt die ganz vielen Probleme und auch viele Fragezeichen, was das angeht. Aber Fakt ist natürlich, dass wir sparen müssen in der Niederwelt. Dass Sie jetzt hier behaupten, gedämmte Häuser, also ich weiß, ich habe dämmen lassen und ich spare wahrscheinlich fast die Hälfte. Nach der Sanierung hatten wir auch noch mehrere
Jahre her, mehrere harte Winter, wir sparen massiv Energie. Es gibt sicher viele Nachteile, aber das, ehrlich gesagt, was Sie behaupten, dass gedämmte Häuser mehr verbrauchen, also ehrlich gesagt, ich halte das für Quatsch. Und dann die Geschichte mit dem Glas, dass Glas keine Wärme durchlässt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Wintergarten gesessen haben. Ja. Da kommt jeder ins Spiel, da kommt doch ganz eindeutig Wärme durch. Ihr Vortrag, muss ich auch sagen, die Fotos, die da gezeigt wurden zum Teil, ich hatte das ein bisschen erinnert an so Leute, die manchmal auch bei mir an der Tür klingeln, die mir dann so verkaufen wollen, ich soll mal meinen Kanal oder meine Abwasserleitung mit so einer Kamera durchleuchten lassen und dann zeigen die so komische Videos, wo so Ratten durchlaufen, alles ganz schlimm. Also ein bisschen auf dem Sensibilitätsniveau kam mir jetzt ehrlich gesagt im Vortrag vor. Und ich wundere mich, weil es widerspricht doch vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und man kann, Dämmung ist sicherlich nicht das A und O. Und es gibt sicher viel daran zu kritisieren und man muss einen Mittelweg finden, glaube ich auch. Aber das halte ich echt für sehr fragwürdig. Ist ja sehr gut, dass Sie das in Frage stellen, finde ich gut. Also das ist für mich kein Problem. Und fangen wir mal an. Erstens mal habe nicht ich behauptet, dass Wärmedämmung nichts bringt, sondern ich habe Ihnen Studien von anerkanntesten Instituten vorgestellt. Ich habe die Daten nicht gefälscht, das können Sie überprüfen. Es sind alles Tests, wo man verschiedene Fassadensysteme miteinander vergleicht und sie sind ausnahmslos zum Ergebnis gekommen, wenn eine Dämmung draufkommt, braucht man danach mehr Energie. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich habe hier Studien vorgestellt. Und die Studien können Sie prüfen, ich kann sie Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Das nächste ist, Sie haben gedämmt und haben danach gespart. Ich glaube, Sie haben auch an der Heizung was gemacht. Nee. Sie haben an den Fenstern was gemacht, Sie haben Ihr Dach gedämmt. Ja, Sie haben extreme Mängel beseitigt, aber nicht an der Fassade, sondern woanders, wo Ihre Wärme rausgepfiffen ist. Und das haben Sie nicht verraten. Sie haben also unvollständig informiert. Und allein das Dach korrekt zu dämmen, bringt automatisch 30-40%, weil da ja pfeift ja oben raus. Und wenn es Ihnen gelungen ist, durch Ihre Dämm- und Dichtbemühungen am Dach das Entscheidende zu tun. Ja, Sie haben doch dargestellt, dass nach das Wärme dann alles nur Schauen Sie mal rein in Ihr Dach. Das haben Sie ja noch nicht gemacht. Gut. Na, dann machen Sie es weiterhin. Wünsche ich Ihnen viel Glück. Das nächste, das Glas. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, auch bei Ihnen. Wenn mir einer beweist, dass Wärmestrahlung durch Fensterglas geht, dem gebe ich einen Hunderter auf die Hand. Es geht nicht, das können Sie mir glauben. Und ich habe natürlich in vielen Vorträgen das auch öffentlich gesagt und kriege auf meinen YouTube-Vorträgen, schauen Sie es an, da kommen lauter Schlaumeier und sagen, ja, spür doch die Wärme und waren Sie noch nie im Wintergarten. Es ist das Licht. Glas ist transparent für Licht. Licht hat eine Wellenlänge von X bis Y, das geht durch. Und Infrarot hat eine Wellenlänge von Y bis Z und das geht nicht durch. Stellen Sie sich bitte in der Nacht vor ein geheiztes Raum mit Fenster. Sie werden durch totfrieren in der Winternacht. Sie werden keine Wärmestrahlung empfangen, null. Aber Licht geht durch. Sie werden sehen, wenn eine Lampe da drin glüht. Das werden Sie sehen. Und man schwitzt, weil das Licht hereinkommt. Gut. Erregt die Stoffe dort und die wandeln dann die Energie um in infrarote Wärmestrahlung. Es wird warm, ja, aber die Wärmestrahlung kommt nicht rein. Das Wärmestrahlung ist infrarote elektromagnetische Welle. Auch UV geht nicht durch in den maßgeblichen Bereich. Sie werden nicht braun hinterm Fenster. Und sie werden auch, und die Wärme kommt durchs Licht. Das Licht prallt auf den Körper, erregt ihn, schwingt ihn an und die Rückstrahlung sozusagen ist im infraroten Bereich. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Das glaube ich, es würde jetzt noch zu weit führen, das jetzt bis ins letzte Detail. Und deswegen funktionieren Wärmeschutzgläser, Entschuldigung. So, und eins muss ich Ihnen natürlich lassen: Sie haben am Anfang tatsächlich gesagt, ey, ich berichte Ihnen, was ich zusammengetragen habe, bilden Sie sich selber eine Meinung. Ja, so. Und das hat er jetzt im Moment zwar gerade vorhin ein bisschen verlassen, hat gesagt, Sie müssen daran auch glauben und so weiter. Und das ist übrigens ein Problem aus meiner Sicht. Wir sehen es auch heute Abend. Ne? Die Dämmindustrie hat übrigens vielleicht das Spiel, solange Sie sich alle noch streiten, mit Verlaub. So, was sollen wir als Politiker, was sollen wir als Verwaltung denn eigentlich davon halten, wenn wir bei so einem Forum
hören, wie Sie sich gegeneinander bekäsen und da sagen, das stimmt alles nicht, Sie haben nicht recht, Sie haben recht, für wen arbeiten Sie und so weiter. Und da ist natürlich eine große Gefahr aus meiner Sicht, dass wenn quasi viele, viele verschiedene Menschen sich sehr intensiv damit beschäftigen, aber dann im Glaubenskrieg landen, dann ist es ein leichtes Spiel mit Verlaub für die Dämmindustrie, die zugegebenermaßen ja ein gutes Spiel spielt. Herr Heubern hat mal daran erinnert, wie die Preisentwicklung eigentlich bei den Polystyrolplatten in den letzten Jahren, seitdem es die NF gibt, also bedeutet, die nächste NF-Verschärfung wird auch wieder Baukosten in Höhe von 7% Erhöhung bringen und so weiter. Das wollen wir ja alle gar nicht. Wir reden ja über die Angemessenheit und Sie haben ja zumindest mit Ihrem einen Modell uns zumindest nochmal bestätigt und gesagt, ja, es kommt darauf an, den Keller zu dämmen, das Dach zu dämmen, an den Fenstern mal zu machen und vielleicht mal eine gute Heizung einzubauen, zumindest in den Altbauten. So, das ist das, was ich an der Stelle mich nochmal bestätigt fühle, weil das ja auch mit den Debatten über die Altbaubestände der Geselbau immer auch als Mindeststandard ja auch schon diskutiert haben. Weitere Wortmeldungen da hinten bitte. Sie. Ja, hi, ich bin Helene Lahn aus Knackstraße 68 und Sie haben ausgelaufen. Das ist jetzt mit der Modernisierung des Ankündigungs. Entschuldigung für meine charmante Deutsch. Also, aber falls was, meine Nachbarn sind eigentlich auch hier, können mir helfen, vielleicht nicht einen Fehler machen. Also, vielleicht können wir uns so erinnern von unserer Treffen von, also im Januar. Sind wir immer noch unter Druck von Leberbach, von unseren alle zu dulden, dieses Fassaddämmung. Wir sind alle dagegen. Und was ich habe jetzt heute Abend verstanden, und ich freue mich sehr, Herr Fischer zu persönlich kennenlernen, weil ich habe sehr viele Videos von ihm angeschaut in den letzten paar Monaten, dass eigentlich auch von Herrn Zink und von Herrn Fischer in dieses Thema Fenster, dass es ist immer noch unter Kontrolle. Es ist mehr oder weniger, man weiß es nicht jetzt ganz genau, was ist, ob das hilft oder es ist immer noch in Kontrolle, unter Kontrolle meine ich. Und weil der Fischer eigentlich auch von seiner Meinung, dass das wirklich außer dieses Dachboden, was wir als unsere Mietegemeinschaft denken, diese Fassadendämmung, wir lenken ab, aber der Dachbodendämmung, wir sind dafür. Und unser Problem ist, dass dieses ganze Baumaßnahme und dieses ganze Bauanfang ist schon in 2 Wochen. Und also Sie haben gesagt, es war Anfang Mai. Kommt in dieses ganze Gerüstbau und so alles vor uns und wir haben nicht so viel Zeit. Ja, Gerüst können wir stellen. Und wir haben eigentlich auch leider von Sie, Herr Kerschen, nicht mehr gehört von unseren Treffen. Wir haben uns getroffen und so der 29. Ich weiß nicht ganz genau, welche Termin es sind. Ja, 29. Januar. Und wir hatten kein Follow-up. Ich weiß nicht mehr von was Sie haben uns versprochen. Da war nicht mehr kein Wort ausgetauscht mit uns, was hat passiert mit euren versprochenen Terminen mit der Geberbach zu quatschen, ja. Ob unsere Duldungsfrist wird denn verlängert. Ja, aber da müssen Sie kommunizieren. Ich habe mit der Frau Dörrecker unlängst telefoniert. Am 14. April und am 13. sind 2 Mieterberatungen. Ja, aber das ist Sache mit Frau Fessmann. So. Was? Es ist egal, man muss jetzt nicht das genau tun. Meine Frage ist, was haben wir davon, also zum Beispiel der Herr Adelborn heute Abend, das ein bisschen zu lernen, okay, es ist eigentlich Sondermüll, dieses ganze Dämmung, wenn zum Beispiel eigentlich auch der Schimmel hat schon angefangen in ein paar Gebäude, weil die Jura war gegenüber von uns in der Schule. Sie haben vor 2 Jahren diese Dämmung, wenn es jetzt noch Schimmel da drin. Also, was passiert? Wir bezahlen dieses Dämmung über 1 Million. Über 1 Million. Ja. Aber das stimmt nicht, wirklich. Und was passiert in 14 Jahren? Wir leben immer noch, meistens von uns, und wenn dieses Sondermüllmuss nochmal ab, wenn nochmal an, dann müssen wir das nochmal bezahlen. Und auch das Sondermüll bezahlen.
Ja. Womit wir voll beim Thema sind, ne? So, die Angemessenheit energetischer Sanierung. Aber muss man an der Stelle auch sagen, jedes Haus ist anders und die Clarkstraßenblöcke sind 60 Jahre Bauten und da muss man auch anders gucken. Aber grundsätzlich haben Sie völlig recht, die Angemessenheit der energetischen Sanierung muss verhandelt werden. Wir haben gerade gehört, dass am 14. April die Mieterversammlung ist, die ja quasi aus, die fehlte ja noch, ne, in der ganzen Debatte. So, die Frage war so ein bisschen noch an Sie. Also ich sag mal, meine Position ist, ich bin Architekt und bin als Treuhänder zu einer wirtschaftlichen Planung verpflichtet. Und ich mache seit der Zeit der Wärmeschutzverordnung, das ist lange vor der ENEF, mache ich schon diese Befreiungen. Und die mache ich als Sachverständiger. In Bayern ist meine Unterschrift eine Befreiung nach einer Prüfung. Und bei allen Prüfungen, aller Fassadendämmungen im Alt- und Neubau habe ich noch niemals eine 10-Jahres-Amortisation, die geschuldet ist, erlebt. Ich habe das auch noch nie bei einer Kellerdeckendämmung und auch noch nie bei einer Dachbodendämmung gehabt. In Wirklichkeit, es besteht ja eine sogenannte Nachrüstpflicht bei der Dachbodendämmung. Die entfällt in 99% der Berliner Fälle, weil der Mindestwärmeschutz gegeben ist. Da ist überhaupt keine Pflicht. Und wer das macht, betrügt den Betroffenen. Und wer das empfiehlt, es ist unwirtschaftlich und es ist nicht geschuldet aus der Gesetzlichkeit. Und das ist mein Herangehen. Ich sage, wir haben die das Energieeinspargesetz, es fordert die Wirtschaftlichkeit und jede Dämmung, die dagegen verstößt, ist ein krimineller Akt. Das ist meine Position dazu. Okay. So. Es ist jetzt 8:50. Ich rufe die letzten Wortmeldungen auf. Dahin war noch eine Wortmeldung. Habe ich noch eine übersehen jetzt? Hier vorne, Herr Trinks, das ist dann Ihr letzte. Das letzte Wort haben Sie dann. Das ist dann eine gute Sache. Bitte. Also ich bin auch von der Marktstraße und ich frage mich, was wie kann man das vorgehen gegen so eine Verbrauchmaßnahme? Ja. Was macht man eigentlich? Herr Fischer. Ich sage eine Anzeige wegen Betrug, Strafgesetzbuch 263. Genau, dann werden wir sehen, wie weiterkommt. Das ist die einzige Möglichkeit, weil Mietrecht gegen alle. Gegen alle. Genau, Lügenpresse. Hört auf mit so einem Wörter. Um Dinge zu fälschen, um zu Lasten eines Dritten sozusagen Vorteile zu kriegen, das ist Strafgesetzbuch 263, verschärfter Betrug, 10 Jahre. Gut. Und klare Frage, klare Antwort. Und auf diese mietrechtlichen Dinge, da haben Sie nicht die geringste Chance, ja, weil die Gerichte gegen Sie sind. Sie sagen, da kann einer behaupten, 0,5% Energieersparnis, schon darf er alles machen, auf Ihre Kosten. Das ist so die Erfahrung auf BGH und Obergerichte und so weiter. Es ist ein Betrug nach meiner Meinung, das ist aber meine Meinung. Wir haben Meinungsfreiheit im ganzen Bereich. Okay. Jemals eine Frage gehabt, wie soll das sein? Jemals jemand eine Frage gehabt? Das hat noch keiner probiert. Ich brauche Rechtsberatung. Ich bin kein Rechtsberater. Genau. Ich würde so machen. Sie hatten gefragt, was kann man gegen machen, und Sie haben jetzt die Meinung von ihm gehört. Herr Trinks, bitte. Frau Busmann, da praktisch und einbringen, ich bin ja in der Studentensitzer wieder und wir wollen uns mal schildern, wie das etwa aussieht. Da werden also Kasten alles mal rausgerissen aus dem 30er-Jahre-Bau und kommen neue, so wie das Klassenfenster rein. Wir haben dann Glasflächen, die sind von 24-33% kleiner als die Glasflächen der Kastenfenster. Dann, die wurden auch aufwendig eingebaut, da musste drin nochmal ein Koffer gebaut werden, Trockenbau, also das kostet garantiert richtig viel Geld im Vergleich zum Aufarbeiten. Und dann noch den Anteil mit dem geringeren Lichteinfall. So lange zur Lüftungsanlage, das ist also schon dicht geworden ist. Die gibt es wirklich schon Bad und Mord da vor sich hin, die verbraucht Strom, kostet auch wieder Energie und Geld. Ja? Dann gibt es eine Fassadenung, die man hier noch nicht, aber ich freue mich schon auf die Schießscharten, die bis zu 33 cm getragen werden. Ja? Das ist energetische Modernisierung, da wird erstmal viel Arbeit, Aufwand, Geld investiert, Energie investiert, um am Ende Energie zu sparen. Also ich bin schon gespannt, ob die Ersparnis da kommen soll. Ich weiß, dass sie nicht so hoch ist wie propagiert, garantiert nicht. Das ist also ein großer Quatsch und da sollten wir uns wieder weiterhin lernen und macht einfach mit bei weiteren Aktionen, die wir so aufrufen und
Das muss ganz oben geändert werden, sonst haben wir keine Chance, sonst geht das so weiter, so eine Scheiße. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Referenten, herzlichen Dank für Ihre pointierten, teilweise auch sehr zur Diskussion anregenden Beiträge. Aber so soll es dann auch sein. Das ist das dritte Forum für eine Angemessenheit energetischer Sanierung gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein viertes, fünftes, sechstes Forum geben muss. Es muss es geben, weil wir ja quasi, wie auch immer wir es dann benennen, an dem Thema auch dranbleiben werden. Wann das allerdings sein wird, kann ich Ihnen nur sagen, es steht jetzt noch in den Sternen. Wir werden es vor der Sommerpause jetzt nicht mehr machen. Dann am 18. September ist dann ein nicht unwichtiger Tag für Berlin. Und ich gehe aber davon aus, dass dann, wenn sich das hier neu sortiert hat, wir dann hier anknüpfen an diese gute Tradition, hier die Meinungen aufeinander prallen zu lassen, nachzufragen und zu diskutieren. Herzlichen Dank, schönen Abend noch.